In letzter Zeit taucht öfter das Wort Metamoderne auf. Mal in der Kunst, mal in den Medien, mal in der Wirtschaft, sogar in der Politik. Und die bisher selten geklärte Frage ist, was bedeutet das? Wieso taucht auf einmal eine neue Bezeichnung auf für etwas, was wir noch gar nicht kennen? Zunächst, um das zu verstehen, in dem Wort Metamoderne steckt der Begriff Moderne. Und Moderne steht seit ca. 250 Jahren für eine Veränderung, die vor allem in den westlichen Gesellschaften begann, durch die Trennung von Staat und Kirche, von Wissenschaft und Glauben, begann damals eine völlig neue Epoche. Die Grundwerte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit traten in die Welt und führten dazu, dass neue Formen von Gesellschaft, die man dann Demokratie nannte, sich durchsetzten. Es führte zu einer freien Art von Unternehmertum und dahinter stand aber eine besondere Art auch von Wissen und Bildung, nämlich der Gedanke, dass jeder Mensch das Recht hat, wie es Kant damals sagte, sich seine eigenen Gedanken zu machen. Wie Kant es damals formulierte, habe den Mut, dir selbst ein Bild von der Welt zu machen, dich deinen eigenen Verstandes zu bedienen. Und das veränderte die Welt radikal. Es führte eben zu freier Wirtschaft, freier Demokratie. Es wurde Schulbildung für alle Menschen prinzipiell eingeführt, sodass jeder auch sich mit Wissen versorgen konnte und damit auch in die Lage versetzt wurde, teilzunehmen an der Entwicklung der Gesellschaft, der Politik, der Wirtschaft. Und der dadurch ermöglichte Aufschwung in Wirtschaft, in Kultur, in Politik hatte aber bestimmte Grenzen. Die waren dadurch bedingt, dass die Mittel, die zur Verfügung standen, um sich zu bilden, um sich zu informieren, meist noch regional bedingt waren. Bücher mussten gedruckt werden, Zeitungen verteilt werden, Radiosender gemacht werden. Bildung war an Face-to-Face, an Lehre gebunden. Das heißt, mit der Kommunikation, die auf freie Entwicklung der Menschen zielte, waren dennoch immer noch Traditionen verbunden, die damit zu tun hatten, wer besaß die Druckpressen, wer hat die Lehrer ausgebildet. Die zweite Begrenzung war quasi in der Verfügbarkeit von Ressourcen, von Konsummitteln. Nur obwohl es einen großen Aufschwung der Wirtschaft gab, reichte bisher jedoch die Produktivität nie, dass wirklich alle Menschen die Mittel hatten, sich um ihr Wohlergehen, ihre freie Entwicklung zu kümmern. Und das führte eben dazu, dass die Moderne irgendwann in den 70er Jahren an bestimmte Grenzen geriet, sich nicht mehr weiterentwickeln konnte. Und damals tauchte dann auch ein neuer Begriff auf, die sogenannte Postmoderne, und kritisierte eben die Moderne für scheinbare Werte, die dahinter standen, die aber nicht realisiert wurden, und stellte in Frage, ob die überhaupt gültig seien, wenn die Realität eben immer noch durchzogen war von Machtpositionen, von einer starken Spaltung von Arm und Reich, von einer starken auch Unterschiedlichkeit. Ne? Die Kinder ärmerer Menschen hatten nicht die gleichen Chancen, sich zu bilden wie die reicheren Menschen. So, und nun geschieht seit einiger Zeit, seit 10 bis 20 Jahren, etwas Spannendes. Durch die Einführung des Internet haben wir auf einmal die Strukturen, dass Tatsache wirklich jeder Mensch sich jetzt mit allem Wissen der Menschheitsgeschichte versorgen kann, unabhängig von lokalen Druckpressen, von Schulen, von Medien. Und das führt dazu, dass vor allem die junge Generation auf einmal nicht mehr nur Teil einer Nation ist oder einer Religion, die sind Weltbürger. Es führt dazu, dass die Schulbildung anfängt, sehr langsam über sich zu wandeln. Man kann frei entscheiden, wo ich mir Wissen aneigne, in der Schule oder halt zu Hause, mit meinem Smartphone oder in Gesprächen mit Freunden oder Lehrern, Wissenschaftlern bei YouTube weltweit. Das verändert also die Art, wie Wissen, Information produziert wird, radikal. Und dazu kommt eine zweite Sache. In den letzten Jahren durch auch völlig neue Produktivkräfte, speziell das, was wir heute Artificial Intelligence oder KI nennen, entsteht eine unheimliche Ausweitung, sagen wir, der Produktivität. Auf einmal können Dinge potenziell in unendlicher Anzahl produziert werden und Menschen müssen gar nicht mehr so viel Zeit damit verbringen im Produktionsprozess. Das heißt, Menschen werden jetzt erstmals in die Lage versetzt, sich nicht nur frei zu bilden, sondern auch Zeit dafür zu haben und potenziell auch ausreichend Ressourcen, um ihre Lebensgrundlagen zu sichern. Die gerade genannten neuen Möglichkeiten, Internet, globale, selbstorganisierbare Bildung, KI, unendlich größere Verfügbarkeit von Ressourcen auf der ganzen Welt, führen dazu, dass diese Grundwerte der Moderne, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit,
eine völlig neue Chance bekommen, in einer größeren Dimension auf einmal verfügbar werden. Und das ist eigentlich der tiefere Grund für den Begriff der Metamoderne. Also die Moderne in einer neuen, größeren Dimension, was in dem Wort Meta ausgedrückt ist. Nun gibt es aber ein Problem. Diese Grenzen der Moderne, der bisherigen Moderne, waren verbunden mit Machtpositionen, mit Gewohnheiten. Man hatte sich eingerichtet in den regionalen oder nationalen Verbänden, in den religiösen Kulturen, in der Unterschiedlichkeit von Reich und Arm. Und das wird jetzt in einer Schnelle, wie es geschichtlich selten war, durcheinandergewirbelt. Die junge Generation ist auf einmal Weltbürger. Sie interessiert es gar nicht mehr, was die Alten für Probleme haben, großteils. Sie gucken weder Fernsehen, noch hören sie Radio, noch lesen sie Zeitungen. Und diese Erschütterung dieser bisherigen Strukturen in Politik, in Wirtschaft, in Bildung führt zu einer Verunsicherung. Und das führt dazu, dass wir gerade eine seltsame Anhäufung von Krisen erleben. Neue Kriege, Pandemien, neue Kämpfe zwischen rechts und links. Das heißt vor allem nicht zufällig, durch Vertreter der älteren Generation, ne, meistens sogar noch Männer, ne, werden bestimmte Probleme in die Welt geworfen, die, wie gesagt, die junge Generation nur noch zum Teil interessieren. Das führt aber zu einer Verunsicherung für die Zukunft. Findet die überhaupt noch statt? Für viele ist es unklar, ob sie ihre alten Berufe ausüben werden in Zukunft, wie sie leben werden. Und diese Komplexität dieser Veränderung, diese Schnelligkeit durch diese neuen Möglichkeiten führt also zu einer großen Verunsicherung. Man weiß nicht mehr, was habe ich für einen Beruf in 10 Jahren, wo werde ich Geld verdienen, wo werde ich auf der Welt leben. Und diesen wundervollen, einerseits aber auch sehr verunsichernden Zusammenwurf von Problemen, von unendlichen neuen Möglichkeiten erleben wir gerade. Das heißt, diese Metamoderne macht einerseits Hoffnung, eine neue Qualität der Moderne kann sich entwickeln und zugleich verunsichert sie sehr viele, die bisher vor allem in den älteren Generationen an die alten Strukturen noch gebunden sind, daran denken. Die Lehrer sind darin, die Politiker sind. Sie ahnen, die Zukunft ist nicht mehr ihre und die junge Generation ist noch entfernt von den Entscheidungspositionen. Und dieses spannende Gemisch in einer Dimension und Schnelligkeit, wie es geschichtlich bisher vielleicht noch nie war, ist eben letztendlich dann eine Aufgabe auch, sich darüber bewusst zu werden. Dafür brauchen wir Sprache. Deshalb ist der Begriff Metamoderne auch so interessant, weil er bringt das Ganze, was ich gerade genannt habe, in seinen Möglichkeiten, in seinen Krisen, in einen Gesamtzusammenhang. Und wir bräuchten eigentlich auch eine neue Art von Wissenschaft. Und um diesen Gesamtkomplex dieser spannenden neuen Möglichkeiten, aber auch der dadurch ausgelösten Verunsicherung zu verstehen, ist also das Wort Metamoderne einerseits wunderbar geeignet, andererseits ist es bisher noch wenig erforscht. Das heißt, wir bräuchten eigentlich jetzt auch eine Art Forschungsaufbruch, eine Wissenschaft, die das näher hinterfragt, analysiert. Und da gibt es das Phänomen, dass Wissenschaft auch ein sehr traditionelles Geschehen ist. Die heutigen Wissenschaftler sind geprägt in der anderen Epoche der Moderne, vertreten meist Fachwissenschaften und sind selten in der Lage, diese Zusammenhänge überhaupt zu denken. Und deshalb haben wir jetzt einen Zusammenschluss von Wissenschaftlern verschiedenster Bereiche vor kurzem beschlossen. Wir fangen damit an. Wir haben ein Buch gemacht, wo Neurobiologen, Wirtschaftswissenschaftler, Kulturwissenschaftler, Psychologen, Organisationsberater, Künstler und andere sich zusammengeschlossen haben und erstmals in deutscher Sprache diesen Begriff Metamoderne zu untersetzen. Durch einen Ausblick, was geschieht da in all diesen Bereichen, wie wirkt das zusammen und welche spannenden Möglichkeiten können wir uns damit eröffnen, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken und sie auch in uns zu erschließen. Das Buch heißt Die Metamoderne, neue Wege zur Entpolarisierung und Befriedung der Gesellschaft. Und dieser Untertitel, neue Wege zur Entpolarisierung und Befriedung der Gesellschaft, drückt noch einmal auf besondere Weise diese Qualität der Metamoderne aus. Die Grenzen der Moderne, die wie gesagt in einer gewissen Differenzierung, auch Gegensätzlichkeit bestanden zwischen verschiedenen Nationen, zwischen verschiedenen Wissenschaften, zwischen links und rechts, hatten damals wenig Möglichkeiten zusammenzukommen. Und jetzt, wo es nicht mehr darum geht, diese Grenzen aufrechtzuerhalten, sondern mittels dieser erzählten Möglichkeiten global Erdenbürger zu werden, geht es also nicht mehr darum, gegeneinander zu kämpfen. Es geht aber auch nicht darum, die Unterschiede aufzulösen, weil diese Verschiedenheiten sind ein Reichtum und deshalb ist die Metamoderne geprägt auch von einer besonderen Qualität,
die man oft so das Pendeln, das Oszillieren zwischen den verschiedenen Positionen nennt. Das heißt, wir können erstmals globales Gespräch kommen, uns austauschen über die Unterschiede und müssen aber keine Angst haben, dass wir was verlieren. Im Gegenteil, durch den anderen, dessen andere Erfahrungen können wir gewinnen, können uns selbst weiterzuentwickeln. Das macht also einen enormen Unterschied, so, den wir bisher noch gar nicht wirklich begreifen. Und deshalb, weil uns das wichtig war, also genau dies ein besonderer Fokus des Buches, uns Mut zu machen, diese neuen Möglichkeiten miteinander, mit dem anderen zu erschließen.